Mein Name ist Thomas Kunze, ich bin der Gründer des Games Institute Austria. Und was ich mache, hat eigentlich noch keinen echten Begriff. Ich bezeichne mich als Game-Based Communicator und meine Hauptbeschäftigung ist zu schauen, wie man Spiele in nicht spielerischen Kontexten einsetzen kann. Also welche Anwendungen Spiele in der Gesellschaft finden können, vom Bildungsbereich über Kommunikation bis hin zu Spiel als Therapieform, als soziales Instrument und so weiter. Spiele tragen schon jede Menge bei zum sogenannten lebenslangen Lernen. Der Begriff lebenslanges Lernen ist ein bisschen umstritten. Er wird häufig so verstanden, dass es darum geht, dass man in Institutionen lernt, sein Leben lang, aber Computerspiele machen etwas, was andere Medien nicht können. Sie sorgen dafür, dass wir im Prinzip in unserer Freizeit tagtäglich lernen. Und jedes Spiel fordert uns auf, sich zu entwickeln oder zu lernen, und dementsprechend sind Spiele ein besonders wertvolles Tool, wenn es darum geht, lebenslanges Lernen zu betrachten.